Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich werde jetzt erklären, warum es jetzt überhaupt keine gute Idee ist, eine Preiserhöhung bei der DVB und beim VVO zu machen. Es ist jetzt definitiv der falsche Zeitpunkt, weil jetzt gerade rein zufälliger Corona-Riesenpandemie ist. Ja, alle Menschen sind jetzt irgendwie entweder verzweifelt, in Wut oder haben Angst oder sind sonst irgendwie verängstigt, nervös. Und in so einer Situation erhöht man nicht die Preise, weil es setzt ja noch so einen negativen Stimulus obendrauf. Des Weiteren sollte man jetzt nicht die Preise erhöhen, gerade nicht auch für die DVB, weil die DVB, ich sag's immer so, wir haben die treuesten Kunden der Welt. Ja, hier die ganze Pandemie, 18 Monate, in vielen Städten 20-25% Abos runter, in Dresden 3-4-5. So, in Dresden hält man am Abo-Ticket fest, selbst wenn man im Homeoffice ist. Ja, selbst wenn die Kneipen zu sind, selbst wenn die Freizeitangebote nicht mehr so da sind. Dresden hat eine tolle Kundschaft, wenn man so will, und die sollte man streicheln, umarmen und nicht irgendwie jetzt, genau wo Homeoffice wieder anfängt, mit einer Preiserhöhung eins ins Gesicht geben. Und drittens, wir haben den Koalitionsvertrag, der ist jetzt 25,5 Stunden alt. So, lassen wir den doch erstmal wirken. Was ist denn, wenn der nächste Rettungsschirm tatsächlich so wird, dass der Unterschied zwischen 2019 und den Fahrgasteinnahmen gezahlt wird? Ja? Wenn wir jetzt die Fahrgasteinnahmen erhöhen, so, ja, dann haben wir die negativen Folgen, aber nur der Beitrag vom Rettungsschirm wird weniger. Das ist dumm. Das ist wirklich dumm. So, und deswegen sollten wir die Preise jetzt nicht erhöhen. Wenn wir die Preise jetzt nicht erhöhen, dann können wir ja trotzdem was mit unserer Zeit tun. Wir sollten natürlich dann überlegen, wie wir dann nach der Pandemie wieder da rauskommen. Und deswegen ist in unserem Antrag, Punkt 1 ist nicht erhöhen, Punkt. So, Punkt 2 ist, es soll geprüft werden, ob die Sommermitnahme-Ferienaktion vom VVO nicht verstetigt werden kann, zumindest in 2022/23. Ich sagte ja, man müsste die Kundschaft, die muss man hegen, pflegen und man muss ihnen Angebote machen, man muss ihnen entgegenkommen. Und das ist genau so ein Ding. Ja, Sommerferien kommen, ich habe eine Dauerkarte, eine Abokarte. Ich nehme meine Liebste, meinen Liebsten, wir fahren irgendwie einmal durch den VVO und zurück. Das ist einfach schön, das kostet die VVO nicht viel. So, und das ist einfach so ein Zusatzmehrwert. Das möchten wir geprüft haben. Dann natürlich das Sozialticket. Ist eine Erfolgsgeschichte in Dresden. Ja, es ist eine Erfolgsgeschichte und es gibt mehr Menschen die Möglichkeit, sich mit bezahlbarem Preis an der Mobilität zu beteiligen. Das gilt aber nur für Dresden. So, wir möchten, dass mal eruiert wird, rausgefunden wird, was kostet es, welche Vor- und Nachteile hat es, wenn wir das auf das ganze VVO-Gebiet ausdehnen. Prüfauftrag kann man mal machen, denn wir sehen uns ja dann im nächsten Jahr wieder zu weiteren Verhandlungen. Und dann natürlich, das wurde schon angesprochen, das Land darf nicht aus seiner Verantwortung gelassen werden. Im Gegenteil, das Land muss endlich in seine Verantwortung rein. Wenn wir die Verkehrswende wollen, wenn wir tatsächlich die Verkehrswende nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Fläche haben wollen, dann muss natürlich der Bund und das Land muss dann die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und da ist natürlich schon ein Wort gefallen. VVO sollte sich also an die Landesregierung wenden und da mal wirklich nachpushen und sagen, Leute, denkt mal drüber nach, über das Thema Nahverkehrsabgabe oder andere weitere Säulen der Finanzierung des ÖPNV. Meine Damen und Herren, wer jetzt die Preise erhöht, jetzt, es ist gleich Dezember 2021, ja, die Corona-Zahlen schießen so nach oben und wir haben ja nichts Besseres zu tun, als bei all diesem ganzen Schlamassel, in dem wir sind, jetzt die Fahrpreise zu erhöhen. Also die sollen nicht erhöht werden. Und ich bin, die mich kennen, wissen das, ich bin der konstruktivste Mensch, wenn es darum geht, die mittelfristige und langfristige Finanzierung der DVB konstruktiv weiterzudenken. Und das bitte machen wir dann im nächsten Jahr. Herr Hilbert, meine 5 Minuten sind um. Ich danke Ihnen.